wurde ein weiterer dieser Kreisel gesichtet. Bisher gibt es noch keine Antworten. Die Regierung hält uns im Dunkeln. Euer Herr Newstime. Ich bin Leutnant Weißmann. Sind Sie Professor Fidget? Ich bin nicht Professor Fidget. Den haben wir auch nicht gesucht. Dann kommen Sie mit! Leutnant Weißmann, wo fahren wir hin und wieso ausgerechnet ich? Wir hatten nicht genug Geld für Sie, Rock. Ich habe keinen Plan, wo die herkommen oder was sie wollen. Dann finden Sie es heraus! Von den Machern von Star Wars, Batman und Songs in Real Life kommt ein Film, den die Menschheit so noch nie gesehen hat. Leutnant Weißmann, wie wäre es? Mit Kampfjets und Panzern. Ich habe wirklich alles probiert, aber es macht einfach keinen Sinn. Das Schicksal der Welt liegt in Ihren Händen, Professor Fidget. Aber ich bin nicht Professor Fidget. Mit echt krassen Superstars wie Kids' Choice Award nominierter Sarraza, FC Bayern Stürmer, Lion TV, Hasbro, Personal Trainer von InScope und Synchronsprecher Lars Fricke, Oscar-Preisträger Tom Hanks, den berühmten Comedy-Twins, White Titty, Explosionen, männliche Explosionen, Schweiß, männlicher Schweiß, Frauen, männliche Frauen. Diese Scheißdinger gehen mir schon seit Wochen auf den Sack. Salazars Rache? Das ist Sarrazars Rache. Nominiert für 10, nein, 73 Oscars. Ich sag immer die Wahrheit, sogar wenn ich lüge. Ich habe immer an dich geglaubt, Professor Fidget. Scheiße, das Opfer unseres Kanals war umsonst. Ich dachte, wir hätten sie Hashtag endlich besiegt. Das war jetzt wirklich der letzte Sommer. Professor Fidget! Ich bin nicht Professor Fidget! Und ich bin auch nicht Weißmann! Beyblade, der Film. Nicht im Kino. 3 million subscribers. 3 million? He scares me. Perhaps he's becoming too powerful. If I got 2 million, I'd be thrilled. Julian's got 3. I'm gonna become influenced by Julian Band. Quite frankly, I'm gonna become a subscriber. 3 million fans can't be wrong. Leute, dieses Video, ne? Das war schon irgendwie kein YouTube mehr. Einen riesen Respekt an Maris, der für diese ganzen heftigen Effekte verantwortlich war. Was dieser Junge in dieser kurzen Zeit schafft, ist einfach unmenschlich. Der Maris hat auch ein Video hochgeladen und da erzählt er, wie der diese Fidget Spinner gemacht hat. Es haben wieder mal so viele coole Leute mitgemacht, deswegen checkt auf jeden Fall die Beschreibung ab. Und Dankeschön an Cineplex Aachen, dass wir dort in deren Büro drehen durften. Danke, Leute. Ey. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns helft, das Video zu teilen. Und ja, lasst auf jeden Fall mal ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche, Leute. Und bis dahin, stay fresh.